Ja, hallo, liebe Zugfreunde, ich bin Zetenchi und wir spielen Factorio, oh yeah. So Leute, ich muss aber leider ein bisschen was gestehen, also passt auf, jemand hat es in den Kommentaren auch reingeschrieben. Erstmal, ne, logisch, es kam wieder keine Kommentierfolge raus. Ich habe irgendwie, ach, ihr wisst ja, wie das ist bei mir, manchmal da verlässt mich die Lust und auf einmal flup, 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 das nicht gemacht, das nicht aufgenommen und das nicht aufgenommen. Ja, und deswegen ist diese Woche auch wieder ganz schlimm, auch gerade mit dem Hochladen und so. Die letzte, Together-Folge war ja auch ohne Thumbnail und alles und Game Dev Tycoon und so, aber da bringe ich noch ein extra Video raus, wo ich das mal ein bisschen erkläre, dass da gerade wieder ein bisschen was schief gelaufen ist, wegen Zeit und Lust und alles. Aber darum soll es gar nicht gehen, aber es gab halt, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte jetzt hinaus... Genau, dass die Kommentierfolge ist nicht gekommen und ich habe mir trotzdem die Kommentare mal angeschaut und da gab es zum Beispiel den Kommentar, ich bin komplett aus dem Konzept raus. Also, das erste war, ja genau, jetzt habe ich sie da. Da gab es einen Kommentar, dass dieser Mod hier einen Fehler verursacht, wenn er das starten möchte. Und lustigerweise habe auch ich diesen Fehler. Ja, ich wollte meinen Safe Set laden, da stand der Zug noch hier hinten und die hatten hier auch eine Kiste. Ja, der den belädt. Und da kommt immer, wenn ich den Safe Set laden wollte, kam ja Fehler, bla bla bla. Pfeift da dim Dingsbums. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen, wie der genau hieß. Aber dieser Mod hat dann Fehler verursacht. Also habe ich den Zug, habe ich ein Autosave geladen, habe den Zug zurückgefahren, habe nochmal gespeichert. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht, wenn der Zug fährt. Dass er dann irgendwie, wenn er im Fahren ist und gespeichert wird, dass er dann nicht mitmacht, ich weiß es nicht. Irgendein Fehler muss es ja gewesen sein. Jetzt weiß ich leider nicht mehr genau, was ich hier schon gemacht habe und was nicht. Ich glaube, Ausladen habe ich eingestellt gehabt. Aber wir müssen eh nochmal komplett alles neu machen, denn, ja, was wird ein bisschen schwierig, muss ich mal schauen, wie ich das am blödsten mache. Also, es gab die paar Kommentare zu dem Thema Zug. Also, zum Beispiel hier gab es ein Item, was da drin gewesen ist, ein Elektro-Item. Ich soll doch mal den Zug wieder abbauen, ja, und ihn neu wieder hinsetzen und dann könnte es sein, dass er wieder da ist. So, wenn ich ihn finde in diesem riesigen Inventar. Übrigens wurde schon angekündigt, beziehungsweise jeden Freitag schreiben die Entwickler ja einen Blog und da gab es schon Bilder für das Suchsystem der Items. Da kann man dann die Itemnamen eingeben, dann wird hier sortiert und so. Das ist schon ziemlich cool so. Dann schauen wir mal, tatsächlich, da ist eins. Unknown Item, Brennwert 200 Kilojoule. Kann ich jetzt damit fahren? Jetzt kann ich damit fahren. Geht das weg? Ja, es wird leerer. Ah. Tutu, tschakka, 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 tschakka. Ein bisschen am Stottern hier mit 48 Frames pro Sekunde. Ich weiß nicht, ob das an den ganzen Mods liegt oder wie auch immer, woran das liegt, dass es bei mir so ein bisschen schlechter läuft. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da war ich jetzt ein bisschen zu eifrig. Bin ich im Reparatur? Ja, Reparatur wird eingeleitet. Okay, dieses Item habe ich nämlich rausgetan gehabt, ich Idiot. Ist aber wichtig, das Ding. So, dann gab es zum Beispiel auch jemand, der gesagt hat, das geht nur mit, so ein paar haben das, glaube ich, zwei Leute oder so haben das geschrieben. Das geht nur mit dem, ja, Akkumulatorwagen, weil der den Strom aufnimmt. Jemand sagte auch, es geht nur, wenn man neben der Schiene Strommasten setzt. Erst dann nimmt er sich den... Ja, die Energie da raus, aber anscheinend geht es auch so, Leute, anscheinend geht es auch so. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt irgendwie, ob er jetzt den Energieverbrauch, ja, das, was sich da immer wieder regeneriert, weil das regeneriert sich ja irgendwie immer wieder, ob das jetzt durch den Strom gemacht wird oder wie auch immer das jetzt vonstatten gehen soll. Okay, ich dachte jetzt nämlich, ich muss jetzt den Akkuwagen noch mit dran machen, den Strom-Akkuwagen, aber anscheinend nicht. Also müssen wir nicht viel Neues machen. Man sieht, dass er sich hier verbindet, ne? So, wie war denn jetzt die Verbindung nochmal? Da muss ich leider nochmal schauen, weil ich keine Ahnung mehr habe. Tastaturbelegung. Denn Zugwagen verbinden mit G. G wie Gustav. Nein! Achso, ich dachte, die anderen sind jetzt nicht verbunden. So. Gut, da haben wir jetzt immer noch unsere Chest drin. Provider Chest. Jemand fragte auch, warum, was ist daran so gut, jetzt eine Provider Chest zu haben oder eine Dingsbums-Chest, bla bla bla. Und ja, ich bin der Meinung, das wäre einfach cooler. Einfach, es geht nur ums Coolsein, ja. Und ich habe anscheinend auch einen Fehler gemacht und habe bloß Bauroboter nach oben gebracht und dementsprechend konnte auch nichts ausgeladen werden, weil ich ja keine Logistikroboter hatte.
Stimmt auch wieder. Ja, deswegen, ja. Naja. Okay, hier müssen wir nichts machen, aber wir müssen das Ausladen, müssen wir wieder reinmachen, damit das Erz auch ausgeladen wird. Und das muss dann hier mit eingespeist werden. Ja, ich würde es einfach einspeisen, würde ich sagen. Das heißt, wir machen hier Zwischenkisten. Wir könnten als Zwischenkisten immer die passiven Dings auch mit gleich verwenden, die passiven Kisten. Weil das würde ja bedeuten, dass wir, wenn wir dann doch mal das Erz anfordern würden, wir das ja hier rauskriegen würden. So, dann brauchen wir intelligente Kniparme. Es gab auch ein paar Kommentare, ja, wo es halt... Warte mal, können die heute hier reingreifen oder bin ich zu weit oben? Ich bin zu weit oben. Kommentare, ein paar Fehler, die ich gemacht habe und so weiter. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, dass ich die jetzt da nicht drauf eingehen kann, direkt. Aber ja, 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 das kriegt man schon irgendwie hin. Wenn jetzt noch Fehler da sind, dann werden die schon irgendwann noch gebracht und gesagt. So einfach mache ich mir das jetzt einfach. So, dann holen wir uns das Blei raus. Blei müsste ja dann hier bei Bobs Materialien sein. Und dann machen wir hier unseren wunderschönen Bleierz rein. Das wird kopiert. Shift, klick, klick, klick. Okay, dann. Alter, es wird ganz schön am Lecken, ey. 40 FPS? Ja, manchmal weiß ich nicht, was in dem Spiel so geschieht. Auf zum Bleierz. So. Ja, jemand schrieb auch, schräg einladen funktioniert nicht. Aber hat ja funktioniert. Das schräge Einladen. Also es ging ja eigentlich. Dann irgendwie habe ich Waffen vergessen, links oder rechts. Das kann natürlich auch eine alte Episode gewesen sein. Irgendwo soll hier eine Waffe noch kein Zeugs haben. Noch kein Strom oder kein Knickarm oder irgendwas. Ach, ich Idiot. Ach, das Safe Game ist... Oh Gott. Das Safe Game ist noch so alt. Das Safe Game ist noch so alt, dass... Ah, dass die Kisten hier noch falsch sind. Dam, 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 dam. Ach, die sind nicht falsch. Ich wollte das ja so machen, dass die... Nee, wollte ich nicht. Das ist eine Provider Chest. Das ist keine Request Chest oder so. Das ist eine Provider Chest. Da soll eigentlich bloß das eine Zeug hin. Mal kurz gucken. Machen wir Stopp. Hä, war das so mein Plan? Ach, na eben. Oh Gott. War das aber so mein Plan, dass das hier... Ach, ich weiß. Mir war das, glaube ich, egal, ob das jetzt ein Güterwaggon ist oder ob das eine passive Provider-Chest ist. Ach, okay. Okay, okay, okay. Abgesehen davon, dass, ich mache Munition und, das auch noch da rein. Ja, ja, so war das ja geplant, dass sie das tatsächlich abholen. Ja, okay, dann habe ich, ja, dann brauche ich das ja eigentlich nicht. Außerdem ist das ja Bleierz, ich Idiot. Ich wollte das gerade hier reinleiten lassen, aber es ist ja Bleierz. Okay, dann funktioniert der Zug ja doch schon ganz gut bis jetzt. Dann ist der ja schon so richtig, wie er jetzt ist. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann gehen wir mal schnell zum Bleierz und werden da vielleicht doch noch ein bisschen was abändern. Dass er einfach schneller rausladen kann oder einladen kann. Da machen wir auf jeden Fall noch was. Da hat der Zendrik zum Beispiel geschrieben, dass es ja irgendwie... ja, schon ein bisschen dumm ist, da diese Knickarme, die 3 Stück zu machen, die ich jetzt nicht mehr stehen habe, weil ich ein Safe-Game laden musste. Blödes Dreckspiel. Okay, und dann halten wir ihn in die Hand. Stopp. So, die laden jetzt genüsslich aus. Ist der voll? Der ist voll. Der lädt jetzt nichts mehr ein. Und die holt sich jetzt ein bisschen Munition noch und so weiter und so fort. Dann 3 Stück laden ein. Ja, einer holt aber noch raus. Also machen wir so. Ich mache hier wieder Blade, dann kann er irgendwann abhauen. So, hier hat man natürlich das Problem, dass nur einer geknickt hat und so weiter und so fort. Und ich wollte ja eigentlich auch Zwischenkisten machen. Also machen wir uns jetzt die ganz einfache Variante. Wir nehmen uns jetzt hier einfach mal 3 Stahlkisten. 3 Stahlkisten, die sind hier.
Und dann machen wir jetzt einfach hier Kisten draus. So. Und lassen das dann hier so lang fahren. Und ich weiß, dass hier natürlich das Abbaugebiet ist, in dem Sinne. Dass hier ein bisschen schlecht ist, das hier so hinzustellen. Aber ich glaube, das funktioniert schon so. Dann braucht man einfach eigentlich keine Knickarme, sondern doch, intelligente Knickarme brauchen wir noch. Intelligente Knickarme. Oh, das steht ja da hinten. So. Die holen sich jetzt auch Blei raus. Hier muss ich vielleicht ein bisschen um die Ecke knicken. So. Und hier wird ja das andere Zeug rausgeholt, ne? Machen wir die mal kurz weg. Machen wir noch mal ein paar Stahlkisten. 1, 2. Das verbinden. Nein, noch nicht verbinden. Und wir müssen hoffen, dass, dass diese intelligenten Knickarme schnell genug sind, um das Zeug auch rausfiltern, was ich. Ups, was ich unbedingt rausgefiltert haben will. Es wäre ja nett, wenn die ja schnell sind. Ich glaube, ich werde mal noch eins bauen, einfach nur um sicher zu gehen, dass die schneller sind als die anderen drei. So. Weil die müssen das jetzt so schnell rausfiltern, dass nichts von dem Zeug weiterkommt. Und schaffen die das? Ja, ja, der letzte. Ja, ja. Ja, doch, die sind ganz gut. Die schaffen das locker. So, und die anderen laden das dann in die Zwischenkiste. Und wenn dann der Zug kommt, dann sind die Kisten dann ganz schnell leer geladen. Weil aus Kiste zu Förderband schaffen die, glaube ich, mit 3 Stück, glaube ich, pro Knick. Und die sind ganz gut dabei. Bis meine Kiste voll ist, dann wird's doof. Aber vielleicht brauche ich das Zeug ja irgendwann mal. Ich bin mir noch nicht sicher. Bis jetzt habe ich es, glaube ich, noch nicht gebraucht. Okay, dann ist das ja eigentlich auch wunderbar, was das für funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch warten. Irgendwann kommt der Zug ja wieder hoch, um mal Munition herzubringen. Ja, Munition braucht man. So, hier sind überall Knickarme. Das ist alles super. Das passt. Ich werde diese Lampen hier noch verbrauchen. Denn ich habe letztens im Multiplayer haben wir neuere Lampen entdeckt, die eigentlich auch ziemlich cool waren. So. Okay. Eigentlich ist es ein bisschen dumm, dass der Zug überhaupt Lasertürme hat, weil eigentlich, wenn er hier reinfährt in die Basis, hier wird eh nichts angegriffen. Also hier kommt nichts durch, sagen wir es mal so. Hä, da ist keine Munition drin? Hä, da ist keine Munition drin? Okay, dann müssen wir uns darum noch kümmern. Aber wenn man jetzt immer so sieht, die erste Kiste ist leer, die Kiste wird auch recht schnell leer geräumt. Und dann fahren wir runter und dann haben wir da unser leckeres Erz drin. So, wir fahren aber instant runter, weil irgendwas stimmt mit der Munition nicht. Und die würde ich schon gerne mal hier hochbringen langsam. Was ist los mit der Munition? Vielleicht verbrauchen wir einfach zu viel mittlerweile. Kann ja sein. So, aber der Zug fährt wunderbar. Finde ich gut, finde ich gut. So, da ist doch Munition. Wieso wird die nicht reingeschmissen? Ach, weil habe ich einen intelligenten Knicker an mir stehen? Ach, weil der... Ja, okay. Ich verstehe. Problem, der Knickarm will sich das hier schnappen, ja, hier ist aber schon voll. Ja, und deswegen macht er nicht weiter. Wenn ich jetzt hier mal umstellen würde, müsste er doch eigentlich das jetzt erstes schnappen. Ah nein, der hat, ach, der hat ihn noch in der Hand, der hat das noch in der Hand. Dam, 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 dam. Okay, dann müssen wir 2 Anforderungskisten machen, ganz einfach, 2 Stück. Der eine fordert das an, der andere fordert einfach das an. Dann klappt das. So. Wo haben wir's? Da. Anfordern Yoki Industries. Munition. Krakon. Und der halt nicht mehr. Dann noch schnell Knickarm. Dann klappt das. So, und das hier, dass die jetzt so langsam fliegen, sie jetzt alles holen. Kann natürlich sein, dass der Zug jetzt einfach kommt. Und dann fliegen die los und dann haut er vielleicht schon wieder ab und die sind umsonst aufgetaucht. Ja. So wie die jetzt zum Beispiel zu langsam sind anscheinend und sich das dann irgendwie nicht mehr schaffen. Oh, ich habe ja noch was einstecken. So. Aber es ist einfach cooler, Mann. Es ist cooler, wenn du einfach hinfliegst und die holen sich das einfach direkt aus dem Wagen raus. Das finde ich einfach sau stark. Und das ist cool. Und deswegen habe ich das so gemacht. So, dann ja, starte wieder, mein Freund. Fahr los, mein Freund, fahr los. So, und er bringt das jetzt hoch und der fährt jetzt auch immer hin und her.
und macht alles, was wir machen wollten. So, Forschung haben wir wieder nicht angemacht, so wie immer, weil ich es dann mal wieder vergesse. Und wir haben die Gottmodule erforscht gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn wir das richtig gemacht haben, haben wir die Gottmodule erforscht. Yeah. Und die wollen wir jetzt bauen und dann wollen wir natürlich noch Gottmodule 2 erforschen. Das wäre natürlich sehr geil. Aber lass uns erstmal Gottmodule 1 machen. Aber irgendwie die FPS bin ich echt nicht so zufrieden. Na, wer weiß, woran das liegt. Wer weiß, woran das liegt. So. Puh, wir stellen also diese Module alle her und hier machen wir noch die Forschung. Und ich glaube, ich habe hier auch wirklich alles drin. Abgesehen davon, dass wir hier vielleicht... noch mehr von diesen Laboren hinbauen wollen irgendwann. Aber ich glaube, ich werde noch Gottmodule 2 gleich mal erforschen. Da brauchen wir da ein bisschen mehr? Ich glaube eigentlich nicht. Nicht verfügbar. Moment, warum nicht? Weil wir... Ach, alles andere noch nicht hoch haben. Haha. Und dann machen wir auch das hier. So, dann, wo bauen wir unsere Gottmodule? That's the question. Außerdem sehe ich gerade, fehlt hier noch was. Wenn ich das richtig sehe. Hier sind die Module, hier sind die Dinger. Wir brauchen eigentlich, glaube ich, noch mehr. Für die Gottmodule. Also, passt auf, wir werden mal eine Maschinerie aufbauen müssen. Bob-Module haben, die Gottmodule haben leider richtig fucking... Oh, ich glaube, wir haben noch nicht die Maschine dafür. Die paar nämlich richtig vieles krasses, großes Rezept hat, das Ding. Pass auf, wir gucken uns das an. Hier, Gottmodul. Ja. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Also ich weiß nicht, ob das in die größte Maschine reinpasst, was die wir haben. Das ist nämlich die Dreier und ich glaube, die Dreier kann das nicht. Kann bis zu 6 Bestandteile herstellen. Shit, ich glaube, wir müssen die Forschung dann nochmal abbrechen. Denn wir brauchen was Besseres. Jetzt frage ich mich natürlich, wo war denn das alles immer? Wo ist das Zeug? Hier ist ein Roboter. Was auch mal, müsste ich auch erneuern. Dann müsste ich aber erstmal einsammeln und das Ganze aufbauen. Puh, ist auch wieder eine Arbeit, ist so ein Projekt, was wir dann eine ganze Weile verfolgen müssten. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Ich muss das mal rausfinden, was ich verfolge und dann das irgendwie durchziehen. Zwischenzeitlich kommen aber noch andere Sachen und ja, man findet immer was Neues und auch wieder was Altes. Und dann müsste man das irgendwie so weit machen, wie es geht. Und wo ist denn jetzt diese Anlagen? Die müssen irgendwo sein. Muss irgendwo geile Anlagen erforschen können. Machen wir mal hier. Hier haben wir es doch. 4 kann, wie viel kann das Ding machen? Kann das auch nur 6? Ich hoffe mal, dass die 4 so, was brauchen wir denn? Fein, ich finde das hier immer so witzig. Was davon haben wir denn und was müssen wir noch machen? Entweder die haben unterschiedliche Farben und ich kann sie nicht sehen, aber das ist verfügbar. Ich mache das einfach, wir brechen das einfach kurz ab, das ist ja kein Ding. Auf jeden Fall 6 Stück, ja. Ich werde das so machen wie im Together Let's Play, da habe ich das auch schon gebaut. Teilweise überschneiden sich ja diese Sachen immer, weil ich ja im Singleplayer dann so weit bin und da und dort und hier und jenes. Und deswegen überschneidet sich das immer, weil man irgendwie ungefähr die gleiche Geschwindigkeit hat. Wobei ich jetzt sagen muss, mit Ulbo zusammen zu zweit geht das alles ein bisschen schneller und so. Dann kann das auch ein bisschen mal schneller werden. So. Also, wir haben diese eine Maschine, die wir jetzt nicht unbedingt dafür brauchen, aber ich kann mir mal anschauen, wo ich das hinstellen will. Wo will ich das bauen? Die Gottmodule. Weil hier ist langsam Platzmangel. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal verlängern muss. Ich werde, glaube ich, hier diesen Platz hier noch nehmen. So, hier mal die ganzen Bäume wegmachen. Könnte natürlich auch mit dem Laser drauf schießen, aber ich mache sie einfach per Hand weg. Weil hier ist ja gerade kein Feld mehr. Wir haben ja verdoppelt gehabt, genau. So. Dann bauen wir das hier mit hin. Ein bisschen weiter oben, weil hier weiß ich nicht, ob wir noch ein bisschen Platz brauchen. Also baue ich das einfach hier, oh, hier hin. Ja, einfach hier so direkt hin, so. Weil das Ding braucht jetzt das Rezept, ja. Und da braucht es ja verschiedene Sachen. Geschwindigkeitsleiterplatten, Produktivitätsleiterplatten, Effektivitätsleiter und Umweltreinigerleitungsplatten. Also fordern wir das ganze Zeug an. Machen wir gleich mal 2, 3, 4 Stück, einfach mal, damit ein paar habe. So. Fordern wir einfach mal die Leiterplatten an. Also, wir brauchen...
Geschwindigkeitsleiterplatten. Ach, 100 Stück will er gleich wieder machen. So wie immer. Hm, was machen wir noch? Produktivität. Oder machen wir einfach die nächsten Effektivitätsleiterplatten. Dann brauchen wir Effektivitätslogikplatinen. Produktivität wird es gewesen sein. Und irgendwas war es noch. Irgendwas war es noch. Geschwindigkeit, Produktivität, Effektivität. Umweltreinigung brauchen wir. Umweltreinigung. Ist ganz wichtig, dass wir das Richtige nehmen. So. Okay. Interessant, dass er nichts hergeflogen kam. Wahrscheinlich, weil wir es nicht wirklich... Keine Ahnung, warum wir das nicht hochgebracht. Ja, cool. Ist nicht in... ja, es ist ganz gut zum Einstellen. Zum Einstellen ist es ganz gut. Weil da können wir nämlich gut gucken. Also, was brauchen wir noch? Modulgehäuse, Modulhauptplatine. Modulgehäuse, Modulhauptplatine. Modulgehäuse sind hier. Haben wir auch mal nicht so viel. Und Modulhauptplatine, das ist hier. Haben wir auch mal nicht so viel. Eigentlich brauchen wir, glaube ich, von jedem 111. Nee, für die anderen brauchen wir mehr. Und das, was ich jetzt mehr eingesteckt habe, brauchen wir weniger. Naja, passt schon. Wir brauchen 10, ich habe 10 angefordert von jedem. Wir brauchen schon 6 Effektivitätsleiterplatinen. Hä, müsste ich eigentlich mehr einstellen. Na, okay. Momentan wird es wahrscheinlich noch funktionieren. Modulkontakt und Lötmittel. Also Modulkontakte, das sind die hier. Und Lötmittel, was mittlerweile auch hier im Singleplayer nicht mehr Lötmittel heißt, sondern einfach nur noch L, weil irgendwie die Ös verschluckt werden. Fragt mich nicht, wieso. Das muss bei Bobs Materialien sein oder Bobs Zwischenprodukte. Da. Brauchen wir auch ein paar. So. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich alles, was wir dafür brauchen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Und daraus können wir dann was basteln mit einem schnellen Knickarm. Haben wir nicht mittlerweile vielleicht mal sehr schnelle Knickarme? Wenn nicht, sollten wir vielleicht mal erforschen. Hier haben wir schnelle, sehr schneller, intelligenter. Gibt es auch sehr schnelle, einfach nur sehr schnelle? Sehr schneller Greifarm. Dafür braucht man aber Logistikschaltungen. Die habe ich nicht einstecken. Sollte ich mir vielleicht mal anfordern. Ja, 200 Stück. Na klar, 200 Stück. Warum auch nicht? Mal gespannt, ob jetzt welche losfliegen, wir die Dinger holen. Haben wir die überhaupt hergestellt? Ich weiß, dass wir so eine Art sowas ähnliches herstellen. Aber sind das genau die, die ich haben will? Logische Schaltungen. Sind doch die, ja. So, dann kann ich mir jetzt einen sehr schnellen Knickarm basteln. Weil das sind viele, viele Materialien und die müssen ja schnell da reingeschaufelt werden. Sonst dauert das vielleicht zu lange. Also ein schneller, nahnehmender, sehr schneller Knickarm. Oh yeah. Der braucht natürlich seinen Strom. Seinen männlichen Strom. Und ja, Kondensatoren 2 werden immer noch erforscht. Oder sau langsam. What the fuck? 125? Sollte doch eigentlich ein bisschen schneller gehen oder gehen uns wieder Pakete aus. So. Nö, ist alles da. 1, 2, 3, 4. Wir haben 8 Stück. Ja, 60 Minuten, ne, sind das immer. Das sind eine Minute, 125 Minuten durch 8. Könnt ihr euch ja ausrechnen, wie lange das dauert. Ich kann es nicht, weil ich im Kopfrechnen eine Niete bin. Aber das haben wir schon mal geschafft. Gottmodule 1 ist schon mal erledigt. Wir könnten gleich mal schauen. Ich meine, Gottmodule 2 zu erforschen, wird ein bisschen teurer werden. Das sehe ich ein. Aber vielleicht können wir uns es ja eigentlich noch leisten. Gottmodul 1, Hammer. So, für 2 bräuchten wir alles auf 4, 4, 4. Okay. Aber das könnten wir hinkriegen. Wir haben ja schon 5, 4, 4, 4. Ich glaube, wir haben sogar alles schon. Nicht verfügbar. Irgendwas fehlt. Was fehlt denn? Umweltreinigung, Effektivität, Produktivität. Ach nee, das können wir auf 4 machen. Aber das ist kein Problem. Das können wir noch machen. Und dann bräuchten wir für die nächsten Gottmodule Logikplatinen brauchen wir dann. Geschwindigkeit, also von allem nicht die Logikplatten, sondern die Logikplatinen. Okay, dann Modulkontakte, Transistoren und integrierte Schaltung. Also machen wir erstmal die Logikplatinen. Also, setzen wir erstmal das Ding hier hin. So. Ich überlegen, ob ich das nicht auch direkt hier hinbauen kann. Wenn ich es da hinbaue, dann Knickarm. Hier wird nicht reißen, dann machen wir es direkt dahin. Also,
Ist das im Bereich? Nein. Sehr schön. Das heißt, die bringen jetzt nichts an. Das heißt, ich kann nämlich mal hier drüben Rechtsklick machen und dann hier rein kopieren. So. Das heißt, Lötkolben habe ich natürlich jetzt nicht geguckt. Ja, um da hinzukommen, ist ein bisschen doof, weil ich irgendwie dieses das hier nicht direkt finde. So, Gottmodul 1, Gottmodul 2. Lötkolben, Modulkontakte brauchen wir. Transistoren und integrierte Schaltung. Transistoren, integrierte Schaltung. Transistoren, integrierte Schaltung. Okay, beide mal ein bisschen weiter runterschrauben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Machen wir einfach mal so rein. Und die Dinger müssen wir austauschen. Geschwindigkeitsleiterplatten ändern wir zu Geschwindigkeitslogikplatinen. Und diese Logikplatinen, die müssen wir noch bauen. Effektivität. Effektivitätslogikplatinen. Produktivität. Wieso bringen die mir was? Hä? Und Umweltreinigungsdingsbums. Umweltreinigungslogikplatinen. Wieso bringen die mir... Ach so, hier oben bin ich ja im Bereich. Okay. Gut, und das Ding wird dann wieder mit einem sehr schnellen Knickarm. So. Einfach weitergeleitet in die nächste Maschinerie, die wir dann dort aufbauen werden. So, dann bräuchte ich noch lange Knickarme. Langer Greifer für innere Förderbandseite. Ist eigentlich scheißegal, ob das eine innere ist oder nicht. Die einfach direkt aus dem herausnimmt und dann dort reinschmeißt. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich bin mir nicht sicher. Ja, sollte funktionieren, dass das so geht und dann direkt in die nächste Maschine rein. Und somit haben wir eigentlich alles bis auf Modulgehäuse und Hauptplatinen brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Müssen wir wieder ein bisschen, wieder ein bisschen durchschalten. Nein, ach, was drücke ich denn immer hier? So, so. Gottmodule, Gottmodule 2. So. Modulkontakte brauchen wir noch, aber die Modulgehäuse nicht mehr und die auch nicht mehr. Sehr schön. Dann kommt das Ding hier hin. Plupp. Und dann kommt das hier in eine Anbieterkiste. Erstmal das Endprodukt, weil ich glaube, die höheren Versionen, die brauchen einfach zu viel. Die brauchen dann so viel zu viel. Wie soll ich sagen? Viel zu viel Gottmodul-mäßiges Zeug. So, viel zu viel Ausgangsmaterialien. Die Logikplatinen müssten wir allerdings noch bauen, weil soweit ich weiß, haben wir die noch nicht gebaut. Das sind alles Leiterplatten und das hier sind die Module direkt. Aber die Platinen habe ich nicht gebaut. Deswegen können wir, glaube ich, auch noch keine Module 2 herstellen, weil die brauchen, glaube ich, die Platinen. Aber für Platinen ist ja echt kein Platz mehr. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am blödsten machen. Was brauchen denn diese Platinen? Die Platinen brauchen Logikplatine, Transistoren, integrierte Schaltung. Das ist schon mal gut. Die brauchen keine, die brauchen nicht Leiterplatten. Die brauchen nicht die Leiterplatten, sondern die brauchen einfach nur bla bla bla. Aber die Module Logikplatine, das ist ein Ding, was wir noch herstellen müssten. Hauptgrundmodulplatine, die Logikplatine brauchen wir noch. Kupferplatte, Goldplatte, Fiberglas, Eisenchlorid. Ist das nicht das gleiche wie das hier? Nein, leider nicht. Gold und die Platten sind ausgetauscht. Gold und die Platten sind ausgetauscht. Müssen wir woanders herstellen. Kriegt man hier nicht mehr rein. Hier ist der Platz weg. Außer wir machen hier unten das Holz weg, dann können wir uns nach unten weiter ausbreiten, aber ich glaube, es ist nicht so klug. Aber wir können trotzdem hier das Kupfer klauen. Wir brauchen ja Kupfer. Ja, Kupfer und Fiberglasplatten. Wo kriege ich denn hier Fiberglasplatten her? Was sind das hier nicht welche? Nee, Fenoplatten sind das. Aber Fiberglas? Das ist doch das hier, was wir hier drüben brauchten. Für die Dinger, für die Modulgehäuse braucht man Fiberglas. Aluminiumplatten, aber Fiberglas? Wir brauchten doch mal Fiberglas für... hier! Logikplatinen! Wir haben ja Logikplatinen! Hä, wieso haben wir Logikplatinen? Für was haben wir Logikplatinen hergestellt? Wo fordern wir Logikplatinen an? Hier vielleicht? Hä, wo? Ich weiß, eigentlich würde ich jetzt die Folge gerade beenden, aber ich würde ungern das jetzt vermissen. Wo fordern wir Logikplatinen an? Hä, für was haben wir Logikplatinen gebaut? Ich würde mich interessieren, ob wir die Logikplatten vielleicht sogar schon haben.
Das wäre sehr geil. Wir haben MK1 haben wir noch. Bauen wir mal hier kurz was einmal hin. Zu gucken, ob was die jetzt hier hochbringen und was die nicht hochbringen. Dann sehen wir ja, ob die Logikplatinen hochbringen. Hä, wir stellen die doch nirgendwo her. Für was haben wir die das denn gebraucht? Da habe ich schon mal angefangen, so weit zu denken, dass wir die mal brauchen. Oder habe ich die hergestellt, weil ich dachte, dass wir sie brauchen für die normalen Module. Und dann habe ich festgestellt, wir brauchen die nicht. Ich habe keine Ahnung. Naja, wer weiß. Wird sich dann noch herausstellen. Ich meine, so unzufrieden bin ich jetzt nicht. Das ist ganz gut eigentlich, weil dann haben wir das schon geschafft. Und ja, das ist doch super. Na gut, dann beim nächsten Mal versuchen wir mal Dings anzugehen, dass wir die Logikplatinen, also generell diese ganzen Logikplatinen herstellen. Effektivitäts-Logikplatine und so. Und dann können wir auch mal Modul 2 angehen. Vorausgesetzt, ich kann jetzt nach Kondensatoren 2 die 5er Montagemaschine bauen. Und wenn wir dann die Gottmodule haben, dann sind wir im Bar. Na gut, dann würde ich sagen, ich bin Tenshi hier von Subs Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.